Adligens Will ist im Herzen der Schweiz. Wir haben hier eine Rampe, eine tolle Schule und tolle Leute. Ja. Also ich finde, in Adligenswil hat gute Spots zum Chillen. Ja. Also ich finde, in Adligenswil hat es einen guten Fußballrasen. Ja, was ich gut finde für Jugendliche in Adligen, Adligen ist ja auch ein bisschen Schlafgemeinde und hat ja nicht extrem viel Angebot für Jugendliche. Aber vielleicht ist es genau das, was ausmacht, dass die Jugendlichen in Adligen selber können Ideen entwickeln und die auch umsetzen. Sicher so mit Kollegen draussen zu sein, das ist cool. Und auch, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, wo man sein kann. Gut für die Jugendlichen hier in Adligenswil in ihrer Freizeit, finde ich, sie haben doch verschiedene Möglichkeiten, sich zum Beispiel auch draussen zu treffen. Sie haben den roten Platz, den sie haben. Sie haben, wo sie Basketball spielen können. Sie haben das Volleyballfeld. Sie haben viel Natur, wo sie auch Nischen haben, Stegen und Bänke, wo sie sich miteinander treffen können. Sie haben die Möglichkeit, vom Jugendtreff in ihrer Freizeit sich dort zu finden. Gerade auch im Winter, wenn es nicht mehr so warm ist, dass sie auch eine Möglichkeit haben. Sie haben die verschiedenen Sportvereine, wo sie Möglichkeiten haben. Mir gefällt es in Adligen sehr gut, dass der Dorfpausenplatz öffentlich ist. Ich habe immer super Zeit mit den Pfadi dort und darum finde ich es einfach top, dass es nicht gesperrt ist. Also mir gefällt vor allem, dass ja, alles ein bisschen beieinander ist. Also wenn man jetzt schnell etwas kaufen will, so, dass man schnell ins Dorf kann und immer dabei ist. Also immer Sachen holen kann. Also mir gefällt es sehr gut, einfach mit Freunden rauszugehen und einfach mal in den Coop gehen. Der Coop und halt die Freunde, die man hier gefunden hat, weil man jetzt halt in die Säcke gekommen ist, die Vorliegen, ja. Also mir gefällt gerne in der Freizeit rausgehen mit Kollegen, Fußball spielen, Sport, mit dem Kiki rumfahren. Ich denke, die Jugendlichen haben ein gutes Freizeitangebot, gerade im Jugendtreff, weil ich selber zwei Töchter habe, die dort dann auch ab und zu mal vorbeigehen. Und klar, machen kann man immer mehr, das ist klar. Aber ich denke, die Jugendlichen sind da sicher gut gehalten in Adligenswil. Ja, das ist nicht ganz einfach zu sagen. Ich selber als Jugendlicher war nie gross zu Adligen, wenn es so um Ausgang oder so ähnliche Themen gegangen ist. Ich denke sicher, was nicht schlecht ist, ist das Jugi für die Jugendlichen, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Die anderen? Ja, also ich bin selber auch nicht viel zu Adligen draussen, so am Freitagabend oder so. Aber ich schätze so die Jugendgruppe sehr. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit anderen Jugendlichen Zeit zu verbringen. Also ich finde es sehr cool, dass es da so einen Bubble Tea Laden hat. Und auch, dass es so ein Jugend hat, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen chillen und einfach so, ja, das finde ich nur recht cool so. Also es gibt doch noch einige Vereine, wo sie ihre Freizeitaktivitäten machen können. Und das finde ich gut in Adligen. Also es gibt Sportvereine, es gibt Jugi, es gibt ganz verschiedene, nicht nur Sport, sondern einfach Freizeit, Boomai und was gibt es noch? Fadi gibt es ja auch, ja. Also in denen sehe ich schon die meisten Jugendlichen, die ich kenne, sind in irgendeiner so einer Institution oder ja. Und bei uns im Sommerlager natürlich auch, wo sie mithelfen und freiwillige Leiterinnen, so kleine jugendliche Leiterinnen sind und ja. Ich finde es toll, dass es recht viele Vereine gibt, Adligen, wo auch als Jugendliche kannst mitwirken kannst. Auch, dass im Jugi die Jugendlichen selber viel mitmachen können. Ja. Also mir gefällt der Volleyballplatz, weil ich auch gerne sehr viel Volleyball spiele. Der Rasen gefällt mir auch, er ist sehr gross und man kann gut Fußball spielen. Der Hartplatz dort oben gefällt mir auch, weil man kann Basketball spielen kann. In Adligen ist es sehr vielfältig, zum Beispiel man kann hier auch skaten. Ich denke, der Jugendraum ist gut, der muss unbedingt bleiben. Aber auch andere Räume, wie, wo vielleicht jetzt nicht festgemacht worden sind,
also wo nicht offiziell gesagt worden sind, das ist jetzt ein Raum für euch, sondern es gibt irgendwelche Plätze, wo sie sich vielleicht treffen. Also ich finde es schon ziemlich nervend, wenn ältere Leute vom Altersheim reklamieren. Ja, sie reklamieren, weil wir anscheinend zu laut sind, aber sie sollen sein Altersheim nicht neben den Jugendtreffen, neben der Schule bauen. Es sind die alten Leute, die hier noch rummeckern, weil ich irgendwie, wenn irgendetwas zu laut oder manchmal sehr unnötig. Ja. Was sie stört, da glaube ich, es hat einen Haufen ältere Leute, die immer reklamieren. Die vergessen natürlich, dass sie einmal jung waren, vermutlich. Oder? Natürlich hat es immer etwas, das einem stören kann. Das ist klar. Man findet auf beiden Seiten immer etwas, wenn man etwas finden will. Aber im Großen und Ganzen sollte man einfach ein bisschen tolerant sein, beidseitig. Etwas, das sich stören könnte, ist für mich, wo ich mich vielleicht reinversetzen könnte, wäre so ein bisschen die Ungleichheit von Jung und Alt. Im Moment ist es so, dass man auch sieht, man hat das Altersheim, das Alterszentrum gebaut, mit den Alterswohnungen, man hat einen Bullplatz, einen Naschgarten. Es ist alles so für die Alten eigentlich jetzt gemacht worden. Ja, nicht so toll ist halt, dass der Gub relativ früh zumacht. Und dass es ein paar Leute gibt, die immer so reklamieren, wenn man einmal ein bisschen lauter ist auf dem Go-Platz. Zum Beispiel manchmal die Jugendlichen am Abend, dass sie irgendwelche alkoholische Sachen nehmen. Also es ist ihnen ihre Entscheidung, aber es nervt halt manchmal. Mich stört vielleicht manchmal die Schule- und Busfahrpläne, weil das ist manchmal nicht so übereinbedacht. Es gibt überall immer wieder die älteren Jugendlichen, die überall sind und rauchen und so. Und das finde ich unnötig. Mir gefällt es nicht, dass wir kein Hallenbad haben. Ich würde es geil finden, hätten wir so ein Hallenbad ohne. Dann müssten wir nicht so irgendwo anders anfahren, nur um zu einem Hallenbad zu gehen. Ja, ich glaube, dass die Jugendlichen sich höchstens stören, dass sie am Abend nicht noch ein bisschen Kilby machen können, dass sie irgendwo eben im Quartier auf einem schönen Platz sein wollen und dass halt dort dann die Wohnhäuser, die schlafen wollen, stören. Dass der Konfliktpunkt, also ein Begegnungspunkt für etwas zu machen, wo halt der Go-Platz nicht unbedingt optimal ist, weil halt dort zu viele Wohnungen drum herum sind. Dass man so einen Begegnungsplatz, der jetzt unabhängig von jeglicher Sportart ist, so einen Begegnungsplatz an einem Ort könnte schaffen, wo die sich ein bisschen austoben und ein bisschen umeinander grölen. Mich stört eigentlich nicht nur ein ganz kleines Detail, der riesige wie Pfosten, wo immer so die Plakate dran sind, der wird irgendwie nie mehr gebraucht und ist voll dreckig. Das finde ich ein bisschen unnötig. Haben es vielleicht noch ein bisschen besser, so zum Beispiel, wenn man am Abend draußen ist oder so und man irgendwie aufs WC muss, dass vielleicht das WC ein bisschen hygienischer ist. Dass sie nicht einen Platz haben für sich, wo sie können, außer beim Jugi, oder? Sie suchen sich die Plätze, sie gehen auf einen Fußballplatz oder auf einen Basketball und so. Sie suchen sich die Plätze, aber es wäre cool, wenn Adlige wirklich könnte wie etwas schaffen für die Jugendlichen. Ja, ich denke, also wenn ich das jetzt noch höre von meinen Töchtern, es wäre vielleicht gut, wenn sie ein bisschen mehr Freiheit oder für sich sind. Die Jugendtreffe ist jetzt eigentlich mitten im Dorf. Und der Wunsch ist schon, dass sie auch ein bisschen abseits für sich sein können. Und ich glaube, die Gemeinde ist auch daran, da etwas Neues zu kreieren, dass die Jugendlichen ein bisschen für sich sind. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Vielleicht der Platz, wo sie dann nicht mitten im Zentrum sind, wie jetzt dort im Dorfplatz oben, beim Coop beispielsweise, dass sie einen Platz suchen, sagen wir beim Schuttiplatz, ist ja nicht weit weg, wo sie,
wo es ein bisschen einfacher ist. Und zudem ist das eigentlich ihr Platz da draussen. Oder ob es dort shootet oder nicht shootet oder nur rumsitzt, das spielt keine Rolle. Aber das wäre an und für sich der Platz, wo sie für sie besser wäre und auch für die Bevölkerung, mindestens ab den Zähnen. Also ich denke, die Jugendlichen brauchen ein bisschen mehr Platz, ist klar. Und dass sie auch ein bisschen für sich sind, habe ich das Gefühl, dass es gut wäre, wenn es nicht gerade zu weit weg vom Dorf, aber ein bisschen an einem Ort, wo sich vielleicht andere nicht stören. Das ist immer mit der Lärmemission und so. Ich meine, die müssen sich auch ausleben können. Dass vielleicht die Jugi vielleicht ein bisschen früher starten. Also jetzt nicht mega früher, aber vielleicht so halb acht oder sieben. Nein, ist eigentlich ziemlich gut so weit, außer dass der Coop noch ein bisschen länger offen haben könnte. Am liebsten wäre, wenn man einen Palmtrack hätte, den Adligenswil. Das wäre richtig nice. Also ich hätte zu meiner Zeit, ich wohne jetzt seit x Jahrzehnten hier in Adligen, bis 66, ich hätte es eigentlich immer geschätzt, wenn es so ein paar Fixpunkte gäbe. Also wenn wir einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen irgendwo etwas organisiert für die Jungen. Ob es nur ein Tanzanlass ist, dass sie wieder mal abtanzen können. Oder einfach sonst ein Fest machen. Das gibt es eigentlich so nicht mehr. Und das finde ich schade. Das finde ich schade, weil dort lernen sie untereinander wahnsinnig viel kennen. Und ich merke das bei meinen Kindern, die jetzt doch auch 5, 36 sind. Ich merke, dass die Freundschaften von früher, wo sie 10, 12 sind, die haben heute noch. Ob die Kinder jetzt im Ausland leben oder ob sie hier leben, aber die haben. Und das müssen wir wahrscheinlich, das müssen wir probieren, irgendwie wieder ein bisschen zu knüpfen. Dass irgendwo Freundschaften entstehen, die wir haben. Manchmal ist es einfach, wir wollen Spass haben oben. Und es ist ja logisch, dass es Regeln gibt. Und wir wollen die auch, ja, auch niemanden stören und so. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen extrem. Und alte Menschen auf jeden Fall, rufen manchmal aus, obwohl es nicht einmal 10 ist, obwohl wir nicht einmal richtig laut sind. Und so, dass sie uns stören, also dass wir sie stören. Und das verstehe ich. Aber ich würde es gerne haben, dass sie es wenigstens nett würden sagen und nicht so aggressiv und laut müssten mit uns umgehen. Also für mich wäre jetzt zum Beispiel in einer neuen Kilhof-Schule oder einfach in einem Laden, wo es, ja, keine Ahnung, für kleine Kinder oder Ältere, ja. Was denn für ein Laden? Zum Beispiel, ja, ein Eisdiele. Mehr Läden hat, die für die Kinder auch sind. Der Coop zum Beispiel ist super, der ist günstig, alle Kinder können sich etwas leisten. Aber es wäre cool, wenn noch etwas so spezifisch wirklich für ein Kind gemacht wäre. Zum Beispiel, genau wie sie schon gesagt hat, etwas wie ein Glasseladen oder so, wo auch günstig ist, dass alle Kinder auch etwas holen können und einfach auch Spass haben dabei. Für das Gemeinde oder Gesellschaft, Gemeinde, die Jugendlichen unterstützt die ihren Ideen, dass man irgendwo Gefäß gibt, wo sie das können machen, sei es wie irgendwie in einer Jugendgruppe, dass man unterstützt, dass sie das Projekt können umsetzen können und nicht immer Barrieren und Hindernisse und Stolpersteine wegstellt. Ich finde einfach wichtig ist, dass die Jugendlichen einen Platz haben in Adligenswil, wo sie sich dürfen ausleben, wo sie dürfen sein, wo sie dürfen Musik hören, Spass haben, ohne dass gerade irgendwie jemand mit der Polizei droht, so wie um 8:30 oder sie bedroht oder fotografiert oder einfach immer die Jungen weggeschickt. Ich finde, einen Platz in Adligen dürfen die Münze haben. Das ist ein Anliegen, das ich habe. Adligenswil. Einfach ein bisschen mehr WC wäre gut, weil wenn man halt jetzt ins WC muss, muss man halt das halbe Dorf latschen. Ich fände es cool, wenn es einen Volleyballclub gäbe. Und was man eben verändern könnte, wäre, dass man auch von anderen Leuten Ideen könnte umsetzen könnte. Das Angebot ein bisschen vergrössern vom Jugendtreff. Von den Jugendsachen betreffend Verein und so, da machen wir recht viel. Was dort noch verändern könnte, das wüsste ich jetzt nicht. Das Dorf hat genug Geld, um sich frei Goal zu kaufen auf dem Fußballplatz. Das wäre ziemlich wichtig, finde ich. Frei Goal heisst, dass die nicht abgeschlossen sind und immer stehen. Weil es gibt auch Kinder, die nicht ins Fußballtraining gehen und trotzdem haben Spass auf dem Fußballplatz. Das
Zum Beispiel, wir könnten den Skaterplatz also mehr Sachen aufstellen, so mit Rampen und so. Oder den Volleyballplatz mal ein mehr Sand oder ein erneuern allgemein. Ich finde auch einen grösseren Skateplatz oder vielleicht noch einen zweiten Fußballrasen, der zum Beispiel irgendwie auf dem Hügel oben ist. Oder so einen Mountainbike-Weg, damit man ein bisschen runterfahren kann.